der pure Mix aus Schwung, Kraft, Explosivität und Athleten, die nur das eine wollen. An neuen Bestmarken schrauben. Ganz getreu nach unserem Motto Back on Track steigen die besten DLV-Diskuswerfer wieder in den Ring, wo sich pure Action abspielt. Auf dem Sportgelände des Potsdamer Luftschiffhafens haben sich Diskuswerfer aus Potsdam und Magdeburg im Leistungsvergleich gemessen. Jeder sollte zeigen, was er trotz langer Wettkampfpause aufgrund der Covid-19-Pandemie drauf hatte und woran noch gearbeitet werden muss. Tick ist mal wieder ein Wettkampf hatten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon in Neubrandenburg einen. Und jetzt war das so zur richtigen Zeit, nachdem wir wieder eine Trainingsphase eingelegt haben, dass wir einen Wettkampf gemacht haben. Von daher hat das hier super gepasst. Eine starke Serie legte die einzige Dame des Startfeldes, Christine Pudenz, hin. Die deutsche Meisterin warf gleich mehrmals über 63 Meter. Der beste Versuch landete bei 64,92. So nah kam sie der 65-Meter-Marke noch nie. Ja, super wichtig. Also weil sonst im Training manchmal läuft es auch nicht so oder man hat das Gefühl, es läuft nicht so rund. Und dann, wenn man so einen Wettkampf oder Art Wettkampf hier machen kann, dann ist es schon mal ein bisschen Motivation. Und wenn man dann halt sieht, dass es auch gut funktioniert, dann ist das noch mehr Motivation für die nächsten Wochen. Einen besonderen Grund zur Freude hatte auch Henrik Jansen vom Sportclub Magdeburg. Jansen schleuderte den Diskus im vierten Versuch auf 61,05 Meter. Eine klare, neue, persönliche Bestleistung. Trotz dessen holte sich Clemens Prüfer, der für den SC Potsdam an den Start geht, beim Heimmeeting den Sieg. Er warf 61,78 Meter. Platz 3 belegte sein älterer Bruder Henning Prüfer. Jetzt fangen wir erstmal wieder an, ein bisschen so zu trainieren. Jetzt haben wir uns ja hier auf den Wettkampf ein bisschen vorbereitet. Und dann wird es hoffentlich in naher Zukunft noch ein paar Wettkämpfe geben. Der nächste große Showdown lässt aber nicht lange auf sich warten. Die deutschen Meisterschaften in Braunschweig. Dann werden die besten DLV-Diskuswerfer und Diskuswerferinnen wieder in den Ring steigen und an neuen Bestmarken schrauben.